Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von InfoNeuland TV. Den 10. und 11. Juli trafen sich Schüler aus den verschiedenen deutschsprachigen Schulen Paraguays zum 13. musischen Treffen. Hauptthema dieses Treffens waren die 60er Jahre und die damit verbundenen Jugendbewegungen, die sich unter anderem für Freiheit und Gleichheit einsetzten. Am Mittwoch, dem 9. Juli, gab es Debattierungen und einen Poetry Slam Wettbewerb. Am Donnerstag war dann das Musiktalent der einzelnen Schulen gefragt und am Freitag gab es dann die Tanzwettbewerbe. Also dazu muss man sagen, dass alle Schulen, egal ob sie jetzt kleine Schulen sind oder große Schulen sind, sich wahnsinnig ins Zeug gelegt haben. Was ich ganz, ganz toll fand, ist eben die Tatsache, dass ich junge Leute gesehen habe aus Ostparaguay, aus Asunción, hier im Chaco. Sie haben sich getroffen, sie haben natürlich gegeneinander einen Wettstreit geführt, aber gleich anschließend auch gemeinsam das ganze Event genossen. Und das zu sehen ist eigentlich der Hauptbestandteil eines Treffens in dieser Art und Weise. Und das hat mich besonders imponiert. Das Ganze schloss mit einer Aufführung am Freitagabend, wo die besten Stücke prämiert und noch einmal fürs Publikum vorgetragen wurden. Am 13. Juli fand in Neuland die erste Chorecaminata statt. Dabei ging es nicht nur ums Laufen, sondern auch ums Gehen, denn bei einer Chorecaminata ist beides erlaubt. Das Event bekam den Namen Neuland 5K, denn die Strecke, die Läufer zurücklegen mussten, betrug 5 Kilometer. Zuerst aber startete der Nachwuchs, der natürlich eine kürzere Strecke in Kauf nehmen musste. Es hat alles ganz gut geklappt. Wir sind sehr froh dazu. Wir hatten 10 verschiedene Kategorien. 200 Läufer ungefähr. Sind sehr froh mit dieser Anzahl. Wir hatten mit maximal 250 gerechnet.